Hallo und herzlich willkommen auf Unboxing Saatvox. Ich zeige euch heute ein Unboxing zu der Serie Gintama. Einige werden jetzt vielleicht denken, Volume 1 habe ich ja schon geunboxt. Das stimmt auch, denn heute geht es um Volume 2. Dazu kommen wir am Ende des Videos. Und ja, schneiden wir das erstmal auf. Ist eine, wie soll ich sagen, verrückte Serie. Man muss ein kleines bisschen ein Faible haben für die japanische Geschichte. Aber zu dem ersten Volume hatte ich in einem Anime-Update schon drüber geredet. Link dazu in der Videobeschreibung. Jetzt geht es aber um das zweite Volume. Der FSK-Flatschen ist mal aufgeklebt. Und darum geht es. Episoden 14 bis 24 sind dabei. Bild ist in 4 zu 3. Dann Ton ist in 5.1 auf Deutsch, Laufzeit 275 Minuten, Untertitel in Deutsch. Ist die Blu-ray-Version, das heißt zwei Discs, die DVD-Version ist, glaube ich, drei Discs. Und hier haben wir nochmal das gleiche Cover, die gleiche Rückseite, das heißt, wir gehen gleich zum Inneren. Hier haben wir die Scheibe, da standen überhaupt Extras drauf. Ach, hier Extras, zwei Postkarten, Trailer und eine Bildgalerie. Die Bildgalerie und die Trailer sind natürlich nur digital. Hier haben wir KSM-Werbung. Gucken wir mal kurz durch. Gibt aber, glaube ich, nichts Neues. Doch Kino. Den ersten Film habe ich mir schon angeguckt. Und den zweiten werde ich, denke ich, mal auch gehen. Und dann haben wir eine Postkarte und noch eine Postkarte. Werde ich natürlich nie verwenden. Viel zu schade darum. Und hier innen drin nicht direkt ein Wendecover, aber hier sieht man, auf welcher Disc welche Folge ist. Mein Gott, haben das lang. Sind die Episodentitel lang. So, dann sind wir auch schon damit durch. Links zu dem Volume 1 und den beiden Filmen zu den Unboxings packe ich mir in die Videobeschreibung. Jetzt geht es hier rum. Das wurde mir freundlicherweise von KSM zur Verfügung gestellt. Natürlich nicht für mich, sondern für so, euch. Oder so. I want you. Ja, was müsst ihr dafür machen? Einmal habe ich bis jetzt zwar noch nie gemacht, aber ihr müsst Abonnent sein und ihr müsst auch die Funktion aktivieren, dass ich das sehen kann. Und mir einen Kommentar schreiben, was für eine Aufgabe ihr denn an die Alles-Agentur, welche ja von den Gintoki angeführt wird, was für eine Aufgabe ihr denen einen Auftrag geben würdet. Irgendwas Ausgefallenes, das ist mir relativ egal. Kann auch was Normales sein. Und natürlich müsst ihr auch auf YouTube die Funktion aktiviert haben, dass ich euch eine Nachricht schreiben kann. Sonst kann ich euch ja nicht nach der Adresse fragen. Und bitte schreibt nicht die Adresse in die Kommentare. Denn das muss ja nicht jeder wissen. Das reicht ja, wenn ich euch eine Frage. Ja, das war's auch schon. Laufen wird das Gewinnspiel, sagen wir mal so 2 bis 3 Wochen, nachdem dieses Video jetzt hier online ist. Und also diesmal ohne richtige Deadline. Das heißt, nehmt einfach teil. Vielleicht habt ihr noch Glück, dass es noch zählt. Und ja, dann bin ich auch schon durch. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.